Banker setzt und werde versuchen, über den Michael Wittwer, über Cechi Bogdan an die Spieler ranzukommen. Reden wir noch ganz kurz so ein bisschen über Taktik und über die Aufgabenverteilung. Wie sieht es denn da aus heute? Wir werden mit zwei Spitzen spielen. Im Mittelfeld wird Gunter Metz gegen den Elver spielen. Ein lauffreudiger, trippelstarker Mann. Thorsten Fink gegen den Kapitän. Die Abwehr mit Reich und Dirk Schuster. Und vor allem die Außenbahn müssen wir Druck machen. Über Tarnath und Keller. Auf was muss denn der KSC achten beim Gegner? Sie dürfen nicht ins Spiel reinkommen. Man sieht ja, was hier diese vielleicht 6000 Zuschauer für ein Theater machen. Wir müssen sie ruhig stellen, indem wir gut spielen. Wir müssen den Gegner bekämpfen und immer wieder versuchen, ein Tor zu machen. Also wir dürfen nicht hinten drin stehen und warten, dass irgendwas passiert. Selbst Initiative ergreifen. Was machen Sie denn, wenn das am Anfang nicht so besonders gut läuft? Können Sie denn dann irgendwie noch was umstellen? Haben Sie da was geplant? Ja, das kommt an, wo es nicht läuft. Also ich kann jetzt nicht sagen, da oder da, sondern sollte im Sturm Probleme geben, kommt vielleicht der Markus Schroth rein. Wir haben mit Michael Wittwer einen Mann, der immer eingewechselt werden kann. Thomas Ritter kann die Abwehr kommen. Aber ich hoffe, dass ich hier ruhig sitzen kann und mich mit dir gut unterhalten kann. Okay, wir werden es ab und zu wieder mal einschalten ins Spiel, wenn es was zu sagen gibt, wenn Winnie Schäfer uns was sagen kann. Jetzt geht das Spiel gleich los. Ich gebe nochmal zurück zu Michael Antwerpes. Ja, vielen Dank auf die Tribüne. Und hier ist richtig Stimmung, liebe Zuschauer. Die Rumänen entfachen hier buchstäblich ein Feuerwerk, aber das Ganze geht wirklich friedlich zu. Alles Weitere zum Spiel jetzt vom Reporterplatz. Dort sitzt der Kollege Bela Reti. Die Bildregie hat Wolfgang Sell. Viel Spaß dabei. Also, der KSC wieder im UEFA Cup. Was waren das immer für Feste? Wir denken da gerne zurück an die Spiele gegen Eindhoven, gegen Bordeaux und vor allem natürlich an das 7:0, an das Unvergessliche gegen den FC Valencia. Das sind wohl eher Freudenflammen hier in der Kurve von Rapid Bukarest. Nach der Ochsentour über den UEFA Cup ohne Pause durchgespielter KSC. Jetzt sind wir wirklich gespannt, wie die Mannschaft von Winnie Schäfer diese Strapazen, diesen Stress, den sie ja in Kauf genommen haben, um sich international zu qualifizieren, bewältigen wird. Hier die Aufstellung des Bundesligisten. Die gewohnte Mannschaft, die schon 4 Spiele in der Bundesliga bestritten hat. Eine Änderung lediglich. Ritter ist aus der Mannschaft genommen worden und dafür der wiedergenesene Reich wieder im Aufgebot. So, die Aufstellung der Rumänien. Es gab ein paar kleine Geheimnisse, die jetzt hier gelüftet werden. Bolohan, Chiriță und Butoiu sind die Personen, auf die wir laut Winnie Schäfer achten sollen. Also auf die 11, auf die 14 und auf die 10, dem Kapitän im zentralen Mittelfeld. Sie haben ja gesehen, Winnie Schäfer wird das Spiel von einer hervorgehobenen Position betrachten können. Und das Spiel kann noch nicht beginnen, weil die Aufräumungsarbeiten noch im Gange sind. Das sieht hier aus wie nach einem schweren Unfall. Aber es ist nur Papier. Kleiner Einsatz der Feuerwehr. Das waren die bengalischen Feuer, die dieses Mini-Unglück hier angezettelt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bedingungen gut, etwa 20 Grad hier in der rumänischen Hauptstadt. Leicht windig. Emsige Bemühungen der Abteilung Feuerwehr, hier mit Wasser die Papierschnipsel hier wegzupusten. Der Wind tut sein Übriges. Der Rasen ist an und für sich in Ordnung, zumindest bisher. Das Stadion, 15.000 Zuschauer, circa 15.000, 16.000, fast 20.000 ausgebaut worden. Noch am Freitag noch Bauarbeiten hier rechtzeitig fertiggestellt worden zur internationalen Premiere in diesem Jahr in Bukarest.
und wir warten auf den Anpfiff. Also der letzte deutsche UEFA-Cup-Vertreter geht an den Start nach erfolgreichen Auftritten von Mönchengladbach, dem HSV und Schalke. Und dem schweren Stolperer von Bayern fehlt noch der KSC. Schiedsrichter kommt aus Norwegen, 31 Jahre alt. Winnie Schäfer macht den Münchnern auch noch Mut in Erinnerung an das 7:0 gegen Valencia. Schlägt er den Bayern vor, eine KSC-Fahne ins Olympiastadion zu hängen. Als deutliches Signal an Valencia. Aber dieses erst kürzlich erworbene internationale Renommee des KSC soll wieder aufpoliert werden. Heute also der erste mögliche Schritt in diese Richtung. Tarnat Fink, der es mit dem Spielmacher Chirica zu tun haben wird. Und der Spielmacher holt seinen Bewacher. Mal kurz aus den Schuhen. Die ersten Versuche nach 40 Sekunden, sich Respekt zu verschaffen. Esler. Hängen als letzter Mann. Burkhard Reich, der noch kein Bundesligaspiel hat in dieser Saison. Er war ja verletzt, hat einen Bänderriss. Dulka überraschend in die Mannschaft gekommen bei den Rumänen. Konstantinovic spielt so eine Art Libero vor der Abwehr, in diesem Falle sehr weit vor der Abwehr. Marc Keller, der Franzose, Neuzugang aus Straßburg. Hier sieht man schon ganz deutlich, was der Trainer vorgegeben hat, möglichst früh auf Höhe der Mittellinie schon zu attackieren. Die Rumänen beherrschen ein schnelles, technisch brillantes Kurzpassspiel und man will verhindern, dass sie überhaupt die Strafraumnähe gelangen, zumindest in dieser Anfangsphase. Mit allerlei Mitteln. Mit solchen Tarnat Foul an Nicolai Stancio. Und die erste gefährlichere Situation für die Gastgeber. Kiriakov und Tarnat in der Minimauer. Und die beiden Spezialisten stehen bereit. Konstantinovic und Gheorghe Butoyo. Konstantinovic, Butoyo mit links. Etwas unpräzise, hat er Erfahrung schon in Belgien, war in der Saison 95-96 bei Standard Lüttich. Bei der Mannschaft, die der KSC im letzten entscheidenden UEFA-Cup-Spiel geschlagen hat, um sich für den UEFA-Cup zu qualifizieren. Erste große Parade von Florin Tenne. Da war er ein bisschen überrascht nach dieser Aktion. Er war der dritte Torwart der Rumänen bei der EM. Kiriakov kriegt die Flanke gerade noch herum. Und Tenne vor Dandy. Foul von Schuster an Baban. Thank you.
Zunächst gut gemacht von Keller, aber da waren zwei Mann dann doch zu viel für den Franzosen. Aber er hatte keine Möglichkeit, jemanden anzuspielen. Gut gemacht von Metz, Dandy. Tanat hatte wohl damit gerechnet, dass Dancio noch ihm in die Bahn läuft. Deshalb der kurze Zögerer. Konstantinovic. So, jetzt hat sich mal Fink seinerseits Kiritze mal vorgenommen. Den Mann mit der 10. Wie gesagt, eine Schlüsselfigur im Spiel von Rapid. Tarnat. Kirjakov war mal kurzzeitig ungedeckt. Hier die Seite mit dem noch unverbrannten Papier. Tarnat. Dandy, schlechter Pass zu Kirjakov. Bessler. Erster Eckball für den KSC, Thomas Hessler. Reich mit nach vorne gegangen, der wegen seiner Kopfballstärke in die Mannschaft gekommen ist. Und auch der Torwart Florin Tenne zeigt diese Tugend. Metz. Keller bleibt ganz konsequent rechts draußen. Hessler, 1,66, gewinnt ein Kopfballduell gegen den 1,85-Mann Stancho und Kirjakov. Willi Schäfer hat sich gezielt nur bei Heimspielen auf diese Partie vorbereitet. War einmal persönlich hier in Bukarest im Stadion beim 0:2 von Rapid gegen den großen Ortskonkurrenten Steaua Bukarest. Davon hat er sich dann gleich ein Video mit nach Hause genommen. Und heute Vormittag in Auszügen im Hotel der Mannschaft vorgeführt. Kirjakov. Und da haben sie gemeinsam festgestellt, dass sie versuchen müssen, über die Außen zu kommen.
Also Tarnath und Keller, der eine links, der andere rechts, sollen offensiv sein. Hier haben wir ihn neben Edgar Schmidt. Der fehlt heute. Auch Manni Bender kann nicht dabei sein. Sie haben es ja gehört, wegen dieser Bandscheibengeschichte. Also das Flügelspiel soll ein bisschen forciert werden. Der Gegner soll an der Mittellinie attackiert werden, um das schnelle Kurzballspiel zu verhindern. Rapid ist hier der populärste Club des Landes. War mal der Eisenbahnerverein hier in Rumänien. Erfolgreichste Zeit liegt vor dem Zweiten Weltkrieg. Seitdem hat die Mannschaft nur einen Titel gewonnen. Das ist auch ein paar Tage her. 1967 war man rumänischer Meister. Trzau. Utoyo. Quirliger Mann. Trzau. Zweimal verzögert, dreimal verzögert, das war zu viel. Häßler, Kirjakov und Keller. Bleibt hängen an dem Mann mit dem wunderbar poetischen Namen, mit der 17, Julius Cäsar Zamfir. Konnte lange alleine gehen, Boloan. Beste Chance des Spiels bisher. Dumitru Trzau. Torgefährlicher Mann, vergibt aber unzählige Chancen. Insofern hat das Publikum ein eher kontroverses Verhältnis zu ihm. Aber da immer wieder wichtige Tore schießt, ist man dann wieder bereit, ihn in die Herzen zu schließen. Gute Freistoßentfernung. Thorsten Fink ist mal schnell zum Zeugwart gelaufen und wechselt die Schuhe. Also hat offenbar falsch bestollt. Häßler oder Tarnath, wer wird schießen? Michael Tarnath, ein Schüsschen, hängen. Und Gunter Metz, der mir ein wenig zu humpeln scheint, auf der rechten Seite. Hier sieht man es, zieht das Bein etwas nach. Hoffentlich ist man jetzt schon nach 13 Minuten nicht gezwungen umzustellen. Bisher ein solides Spiel gegen Gheorghe Butoiu auf seiner rechten Seite. Bolohan. Gut gemacht von Tarnath auf der falschen Seite, auf der rechten. Kirjakov bisher äußerst aktiv. KSC wie gewohnt mit zwei Spitzen, mit ihm eben und mit Sean Dundee. Der hohes Bein, ja, ja, von Burkhard Reich hätte man auch pfeifen können. Kirjakov. Häßler. In der Mitte versucht sich Dundee freizulaufen. Tarnath. Metz.
hat viel zu viel Platz. Viertelstunde vorbei, eine eher kämpferische Partie. Ausgeglichen. Je eine, ja, ganz gute Chance auf jeder Seite. Sergej Kirjakov, bisher auffälligster Spieler beim KSC, hatte auch eine Chance gehabt in der 9. Minute. Und er ist auch nicht so eigensinnig wie sonst. Trzau. Stancho. Bukarest zwingt den KSC nach hinten. Hessler. Kirita fing bei ihm, aber ein bisschen zu weit weg. Aber ungenauer Pass zu Marcel Baban. So, vielleicht haben wir jetzt mal kurz die Gelegenheit zu hören, wie Winnie Schäfer das Spiel findet nach 16,5 Minuten. Michael, ist er bei dir? Reinholen. Winnie Schäfer, knapp 20 Minuten gespielt, so ganz zufrieden sind sie nicht, wie man hört. Ja, wir haben eine Hektik reingebracht durch die Zweikämpfe. Einmal ist der Thorsten Fink gefault worden, da kam das die Revanche und schon hat man das Publikum gegen sich. Wir müssen ruhig spielen. Wir haben es dann wieder geschafft und jetzt kam wieder so ein bisschen Hektik auf. Ja, die Mannschaft greift, finde ich, ein bisschen den Gegner ein bisschen zu spät an. So viel Platz im Mittelfeld für den Gegner. Wir müssen raus aus der Abwehr. Wir dürfen uns nicht hinten reinstellen, nicht gesagt, raus. Und den Gegner bei der Ballannahme stören. Aggressives Spiel heißt, immer da sein, wenn der Gegner Ballannahme annehmen will, müssen wir da sein. Nicht kein Foul spielen, sondern da sein und stören, dass er nicht abspielen kann. Und das müssen wir noch besser machen. Günter Metz ist leicht angeschlagen. Was wird passieren da? Ja, der Thomas Ritter kommt jetzt in die Position. Die hat er auch vorher schon gespielt. Also wird keine Probleme geben da. Dankeschön. So, und eben hat Ostrechko Bogdan, der Co-Trainer, mitgekriegt, dass Winnie Schäfer Ritter bringen möchte. Die Nachricht hat also die KSC-Bank offenbar erreicht. Und Ritter ist auch dabei, sich warm zu laufen. Viel, viel Hektik bei der Ballannahme und dadurch kommen die Ballverluste zustande. Aber das war ein Foul an Dandy im Mittelfeld von Dulka. Wie gesagt, etwas überraschend in die Mannschaft kam. Aber er ist zurzeit in einer besseren Form als sein Konkurrent Glava. Zur Gelegenheit, jetzt ein bisschen Luft zu holen für den KSC bei diesem Freistoß. Währenddessen der erste Wechsel hier vonstatten geht. 19. Minute, Thomas Ritter ersetzt den offenbar angeschlagenen Gunter Metz. Geht sofort auf die rechte Seite. Und wird es vermutlich wieder mit Marcel Baban zu tun haben. Da haben wir Ritter. War gegen Bochum im letzten Bundesligaspiel wenig überzeugend. Schön gemacht, schön gemacht.
von Butoyo. Und da hat die KSC-Abwehr große Schwierigkeiten. Und erster richtiger Einsatz für Thomas Ritter. Aber er hat alles wieder gut gemacht. Und da kommt schon der Eckball. Und wieder Ritter. Das ist Julius Caesar Zamfir, der Publikumsliebling. Der Techniker, schnelle Mann. Hat schon vor 2 Jahren hier gegen Eintracht Frankfurt gespielt im UEFA Cup. Die Eintracht verlor damals dieses Spiel hier mit 1:2. Da sind nur 4 Leute dabei. Kommt manchmal vor, ein bisschen wie ein Flipperspiel. Der Ball springt hin und her, nicht immer kontrolliert. Beide Mannschaften haben jetzt nach gut 20 Minuten immer noch nicht geschafft, die Hektik abzulegen. Vor allem nicht der KSC. Viele, viele Fehlpässe, von denen die Rumänen bisher lediglich in Form vom Ballbesitz profitieren konnten. Aber das kann noch gefährlich werden. Der fehlerlos. Der Libero, Thomas Hengen. Trzau. Wieder Freistoß für Rapid Bukarest. Übrigens zurzeit Tabellenletzter in der rumänischen Liga. Dulca. Da prallt der Ball beinahe zu Sean Dundee, aber da fehlen anderthalb Schritte. Dundee mit seinem Bewacher Christian Dulca. Fink, Tarnat, Kurzberatung zwischen Thomas Hessler und Sean Dundee. Noch ist es zu früh, um von einem Krisenstab zu reden.
Fehler vom Torwart, von Florin Tenne, der diesen Ball nicht festhalten kann. Und somit die beste Chance bisher für den KSC. Hier kommt nochmal die Situation. Thorsten Fink. Schneller als der Torwart. Dessen Stärken eher auf der Linie liegen. Zweiter Eckball für die Karlsruher. Keller. Schön gemacht von Tarnath. Hessler. Tarnath, schafft er es noch? Nein. Hier haben wir die Bank des KSC. Rechts Eberhard Karl. Neben ihm der Mannschaftsarzt Dr. Löw. Und Eberhard Karl, wenn ich das richtig sehe, hat Kopfhörer auf. Also ich nehme kaum an, dass er seine Lieblingsmusik da hört. Eine verkabelte Bank. Vielleicht hört man unseren weisen Worten zu. Es gibt so ein paar taktische Tipps nach dem Trainer. Fink. Hängen. Ein bisschen zu hektisch in dieser Szene. Ritter. So, Hessler oder Stanciu, wer ist schneller? Butoyo gegen Keller. Ein sicheres Spiel bisher auf der rechten Seite von Marc Keller. Fehlpass, Gerize und Marc Keller stand wieder richtig. Tarnath, Dandy bekommt den Ball nicht. Er ist vorbelastet, Burkhard Reich. Bei einer gelben Karte wäre er im Rückspiel gesperrt. Ebenso würde es Thorsten Fink ergehen. Hängender Libero das erste Mal in der gegnerischen Hälfte. Wer ist letzter Mann jetzt? Dirk Schuster. Reich geht nach hinten, um abzusichern. Handspiel, Handspiel von Georgi
Butoyo. Nach seiner Rückkehr aus Belgien von vielen rumänischen Clubs umworben. Rapid bekam den Zuschlag. Halbe Stunde vorbei, 0:0. Es fehlen noch die zündenden Ideen im Mittelfeld. Das Spiel ist immer noch unruhig. 1-gegen-1 Situation. Baban gegen Schuster. Da bin ich mir nicht so sicher, ob der norwegische Schiedsrichter Olsen das richtig gesehen hat. Er hat selber geschoben und dann ist ein Schuster hineingerutscht. Also eine Fehlentscheidung, dieses Foul zu pfeifen. Beziehungsweise hätte man umgekehrt pfeifen müssen. Das Dribbling ist eher seine Stärke, Georgi Butoyo. Also der KSC hat bisher solide verteidigt, aber das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ein paar Ideen wären ganz schön. Fink, Achtung, Hintermann, Keller, Schuster. Kirjakov. Fink, Kirjakov. Kleiner Rempler von Thomas Hessler gegen seinen Bewacher Florin Konstantinovic. Thorsten Fink macht ein starkes Spiel gegen die Seele des rumänischen Mittelfelds, gegen Julian Chiriță. Hessler, Fink findet sogar Zeit, sich in die Offensive konstruktiv einzuschalten. Wird hier gefoult von Mironas. Tarnat hat versucht, Burkhard Reich zu erreichen. Florin Tenne war schneller. Noch 12 Minuten jetzt bis zum Pausenpfiff. Was würde der Trainer der Mannschaft denn sagen, wenn er den nur könnte? Winnie Schäfer. Winnie Schäfer, mehr als eine halbe Stunde ist vorbei. Viel besser ist das Spiel der Karlsruher nicht geworden. Die Souveränität fehlt. Wo liegt es denn dran? Was glauben Sie? Ein bisschen Hektik drin und Abspielfehler, die immer wieder so Probleme wie jetzt ist zum Beispiel ein dummes Foul im Mittelfeld. Die zu Problemen führen und wieder das Spiel nicht kontrollieren. Wir müssen ruhiger spielen. Wir müssen vorne ein besseres Anspiel finden, damit wir den Ball vorne halten. Ich will das jetzt nicht an einzelnen Personen festmachen, aber ein bisschen zu wenig tut Thomas Hessler für meinen Begriff. Nur der Icke ist natürlich von dem 14er, ist ein ganz starker Manndecker, wird im Mittelfeld gedeckt. Er geht vielleicht zu viel in die Spitze, er muss mehr in der zentralen Position sein und die Bälle verteilen. Danke. Achtung, eine Riesenparade von Klaus Reitmeier.
Marcel Baban aus einem Meter Entfernung scheitert er am Torwart des KSC. Hier nochmal das gewonnene Kopfballduell von Kiritsa. Na gut, es waren 3-4 Meter, aber dennoch. Klasse Parade von Klaus Reitmeier. Und noch ein ergänzendes Wort zu Thomas Hessler. Er hat vielleicht selbst nicht so viel gebracht, aber er hat viel dirigiert und versucht, seine Mitspieler zu motivieren, zu animieren, in Szene zu setzen, während wir hier eine gelbe Karte sehen für Florin Konstantinovic. Und während wir mit Winnie Schäfer sprachen, haben Sie vielleicht gesehen, wurde Dirk Schuster verwarnt. Kampf um die Zentimeter im Mittelfeld. Fink, Reich. Gegenzug über Marcel Baban. Gestoppt von Ritter. Und dann die im Abseits. Dandy. Kiryakov. Ungenaue Flanke des Russen. Konditionell ist die Mannschaft bisher auf dem Damm. Seit 8 Wochen Dauereinsatz. Für ihn kam ja noch die EM dazu. Die Mannschaft spielt in dieser Besetzung eigentlich schon in der ganzen Saison. Fast fehlerlos. Komm, sagt man, es kommt der Fehlpass. Bolohan. Rzau. Baban. Und Thomas Hengen. 21 Jahre alt, also nach Jens Nowotny, der nach Leverkusen gegangen ist, wieder ein ganz junger Libero beim KSC, dem Winnie Schäfer das Vertrauen schenkt. Thank you.
hängen. Fink. Kiryakov. Und Ekpal. Schuster. Die ganze Manndecke-Abteilung war mit nach vorne geheilt. Schuster und Reich. Vorbei an Georgi Butoyo. Da haben wir zuerst Reich gehabt. Und Dirk Schuster. Loben machen die Spieler von Rapid Bukarest auch ihre Fehler. Sie verzetteln sich dann immer wieder in ihrem Klein-Klein-Spiel. Sind gut am Ball. Aber dann ist irgendwann mal Schluss mit der Zauberei. Wenigstens beim Ballbesitz zu bleiben in der gegnerischen Hälfte. Ja, Keller. Sechs A-Länderspiele für Frankreich. So, und jetzt zwei Minuten vor der Pause wollen wir mal die Bilanz hören, die bisherige von Winnie Schäfer. Michael. Winnie Schäfer, kurz vor der Pause. Sie werden gleich Edgar Schmidt runterschicken, der was weiterzugeben hat. Was denn? Ja, dass wir mehr Mut zeigen müssen und dass wir nachrücken müssen. Wenn man lange Bälle spielt, müssen wir nachrücken, um den Gegner in ihrer Hälfte halten. Und nicht, dass der nächste Ball wieder in unserer Hälfte kommt. Und über die Rolle von Keller, was wissen Sie dazu sagen? Der Marc muss vor allem bei Flanken von der linken Seite muss er nach innen rücken und muss dritter Stürmer spielen und sich mehr zeigen. Weil die Seite ist wirklich die beste von denen, die linke Seite von Rapid Bukarest. Dass er aber mehr in die Offensive geht und sein Dribbling 1 gegen 1 sucht. So wie der Kiki das zum Beispiel ganz gut macht. Wird es in der Pause personelle Änderungen geben? Wohl nicht. Nein, nein, wir bleiben erstmal so und versuchen. Wird natürlich gleich das Problem mit dem Licht hier. Das ist ja natürlich weniger Licht, als eure Kamera hat. Wird ein Riesenproblem werden, dass wir da nicht die Flanken und Eckbälle zulassen. Danke. Tja, Keller hat offenbar seine Rolle auch für sich selbst noch nicht ganz definieren können. Da haben wir das Flutlicht. Das ist jetzt eine ambulante Flutlichtanlage. Die ist letzte Woche erst hier installiert worden im Stadion von Rapid. Und sie ist ganz, ganz flach angebracht und das hat Winnie Schäfer eben angesprochen. Sie wird möglicherweise nachher die Spieler bei hochgeschlagenen Bällen blenden. Das heißt, es muss auch ein Ziel sein, möglicherweise möglichst keine hohen Flanken in den Strafraum kommen zu lassen, um die Abwehrspieler vor Fehlern zu bewahren. Aber dieses Problem haben auch die Spieler von Bukarest natürlich, weil sie selbst das erste Mal unter diesen Bedingungen spielen. Also das erste Flutlichtspiel überhaupt in diesem Stadion. Also je zwei Chancen gab es in dieser ersten Halbzeit. Links und rechts.
Wir erhoffen uns jetzt noch natürlich für die zweite Hälfte ein besseres, ein spielerischeres Niveau. Bisher keine Begegnung, die einen von den Sitzen reißen konnte. Und wir suchen noch die alte Europacup-Euphorie des Karlsruher Sportclubs. Und mal gucken jetzt ohne Winnie Schäfer in der Kabine, welche Ratschläge man da geben kann, wie es weitergeht. Halbzeitstand hier in Bukarest 0:0 und wir geben jetzt ab nach Mainz. So, die zweite Halbzeit hat gerade begonnen hier in Bukarest. Sagen wir es mal ganz deutlich, der Tabellensiebte der Bundesliga könnte gegen den Tabellenletzten der rumänischen Liga schon mal eine schillerndere Visitenkarte hier abliefern. Vielleicht wollen sie die Aktivitäten nicht überstürzen, aber die Stimmung hat nicht gelitten hier im Rapid-Stadion. Was man ein bisschen vermisst bei Bundesligisten, wir haben es gesagt, wie die Schäfer hat es auch gesagt, ist ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Initiative. Aber vielleicht ist man ja so beeindruckt von der, vom internationalen Comeback, dass einige verkrampfen. Es hat weder beim KSC noch bei Rapid Bukarest einen Wechsel gegeben. Und jetzt bin ich mal gespannt auf diese Flutlichtsituation. Das wird ein wichtiges Thema sein hier in der zweiten Halbzeit. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen. Die Ecken sind hell, viel zu hell sogar. Sie werden blenden, vermute ich mal. Hier kann man es noch mal sehen. Und im Mittelfeld ist es finster, da braucht man eine Grubenlampe. Und deswegen hat sich der Schiedsrichter aus Norwegen so sehr beeilt, wegen des Lichts, damit er möglichst diese zweite Halbzeit hier möglichst, so dass er auch was mitkriegt, über die Bühne bekommt. Aber Sie hören die Gesänge. Populärer Club, wie gesagt, soll die besten Fans haben. Der Club der Armen, wie es heißt, der Arbeiter, Rapid Bukarest. Wir haben hier übrigens natürlich eine Stunde später in Rumänien. Es ist schon 19.35 Uhr hier. Kiriakov, einer der besseren KSD-Spieler in der ersten Hälfte. Freistoß. Thomas Hessler nach diesem Foul. Gute Gelegenheit von Konstantinovic, von Thorsten Fink. Konstantinovic dazwischen und auch der Torwart Florinten. Das war knapp. Das ist Simeon Mironas. Der Libero. Und von drüben Ecke Thomas Hessler, die fünfte. Und Tenne wird allmählich sicherer. Auch bei hohen Bällen. Es sind noch während des Spiels 2.000, 3.000 Zuschauer hier hinzugekommen im Stadtteil Zsulesti, hier im Norden der Stadt. Einige kamen noch von der Arbeit. Die Eintrittspreise ziemlich zivil für ein internationales Spiel, auch für rumänische Verhältnisse, zwischen 2 und 3 Mark, also unwesentlich teurer nur als bei einem Meisterschaftsspiel. Rapid ist eben ein sozialer Verein. Kiriak. Rechts meldet sich Keller, möchte den Ball haben. Fink. Verliert den Zweikampf gegen Mironas. Schuster. Burkhard Reich. Jetzt klappt das. Ein, zweimal schon, dass die Angriffe
an der Mittellinie schon abgeblockt werden. Offenbar war das die Direktive in der Halbzeit, die von Edgar Schmidt in die Kabine transportiert worden ist, auf diesen Punkt, auf diesen Aspekt mehr Wert zu legen. Die Zuschauer haben es anders gesehen, es gibt Einwurf für Kasper. Doppelpassspiel. Das sind ihre Methoden. Unmittelbar vor dem 16er versuchen sie mit mehreren Doppelpässen die Abwehr auszuhebeln. Aber hängen stand richtig. Das ist Marc Keller. Neuzugang von Racing Straßburg. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Franzosen mussten die Elsässer Keller weit unter Marktwert abgeben. Ein Schnäppchen für den KSC, auch wenn Keller heute nicht zu den Stärksten zählt. Und die Außenlinie ist kaum zu erkennen hier vor lauter Papierschnipsel. Der Trainer der Rumänen, Ion Dumitru, haben sie kurz gesehen, rechts im Trainingsanzug. Bekannter Nationalspieler. Und bei ihm stand ein junger Mann, ein 18-jähriger Marius Bundea, der möglicherweise jetzt demnächst eingewechselt wird. Edgar Schmidt ist auf dem Wege wieder von der Bank zu seinem Trainer, was Sie gerade nicht sehen können, und holt sich dann neue Anweisungen. Während der KSC wieder in die Gefahr gerät, in die Fehler zu verfallen von vorhin und sich hinten reindrängen zu lassen. Stimmung hier im Stadion. Die Zuschauer spüren, dass jetzt ihre Mannschaft, Rapid Bukarest, hier einen Zahn zulegt. Ruhe bewahren, KSC. Nicht die Kontrolle verlieren. Steht meistens richtig. Erstaunlich abgeklärt für seine 21 Jahre. Reich, Keller. Bukarest stört jetzt ungemein früh. Jakob wird gehalten. Leicht zwar nur, aber immerhin von Konstantinovic. Hier kommt die Szene noch einmal. Nur unterstützt das natürlich selbst durch eigenes freiwilliges Nachhelfen. Und das macht bei keinem Schiedsrichter einen guten Eindruck. Und das könnte auch natürlich die Konsequenz haben, dass man wirklich mal ein berechtigter Elfmeter wäre, dass er den nicht bekommt.
Abseits. Und dieser Wechsel ist ein gutes, ein sehr gutes Zeugnis für Thorsten Fink. Der Spielmacher Julian Kiritzer. Sein Gegenspieler nämlich geht hinaus und jetzt kommt ein junger Mann, Marius Bundea, erst 18 Jahre alt, ins zentrale Mittelfeld. Eine mutige Entscheidung von Trainer Ion Dumitru. 57-maliger Nationalspieler für Rumänien, war WM-Teilnehmer 70 in Mexiko und damals im Gruppenspiel gegen Brasilien Gegenspieler von Pelé. Hat er uns ganz stolz erzählt. Er bildete mit dem heutigen Nationaltrainer Iordanescu das Traumpaar im Mittelfeld des rumänischen Fußballs. Fink. Dandee. Ah, unerreichbar für Fink. Obwohl er rechtzeitig gestartet war. Für mich der Beste heute beim KSC, Thorsten Fink. Arnat und kein Zentimeter vorwärts gekommen. Rapid Bukarest also konsequent abgeschirmt. Das klappt jetzt ganz gut. Bolohan. Bolohan, jetzt sind sie durch. Schreitmeier. Man muss da ständig 100%ig konzentriert sein. Mit 2-3 Zügen sind sie dann vor dem Tor, wie jetzt hier Marcel Baban. Aber Klaus Reitmeier strahlt große, große Sicherheit aus. Und das ist sehr, sehr wichtig auch für eine Abwehr. Eine Stunde vorbei. Bolohan und Reitmeier. Also 0:0, es bleibt dabei immerhin schon 3 spannende Torchancen. Üben wie drüben. Beide Teams haben einen Zahn zugelegt, engagierter als in der ersten Halbzeit. Aber die Rumänen gehen jetzt offenbar auf Sieg. Aber der KSC kann ganz gut dagegen halten. Naturgemäß würde dieses Ergebnis dem KSC mehr helfen als Rapid vor dem Rückspiel in 14 Tagen. Und es wird hier, was das Fernsehbild gar nicht so deutlich dokumentiert, immer dunkler im Stadion. Also der KSC, wie gesagt, macht einen besseren, einen kämpferischeren Eindruck im Mittelfeld als in der ersten Halbzeit. Mal gucken, ob Vinicheva das auch findet, Michael. Der Bellarelli hat es gerade gesagt, der KSC macht ein bisschen besseren Eindruck in der zweiten Halbzeit. Aggressiver ist das jetzt die Folge auch davon, von dem, was Sie gesagt haben. Das ist richtig, wir können das nicht so hinnehmen. Wir müssen den Gegner stören, wir müssen die Zweikämpfe anlegen, suchen vor allen Dingen. Und es ist viel besser jetzt. Es ist vor allen Dingen durch das Licht jetzt viel mehr Stimmung hier im Stadion. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein Tor machen. Ja, aber das Licht ist auch ein Problem vielleicht. Ja, deshalb müssen wir unser Spiel die Hälfte des Gegners verlagern, damit wir an unserem Tor Ruhe haben. Hoffentlich weiß das auch der Gegner. Ja. Danke. Ja, ähnlich wird es auch die Mannschaft von Rapid Bukarest natürlich empfinden. Ist doch klar. Wie gesagt, auch die kennen diese Verhältnisse noch nicht. Und da haben wir den jungen Bundea. Sein Alter steht auf seinem Rücken. 18.
der Ruf voraus, ein kleiner, junger Schwalbenkönig zu sein, Seno Marius Bundea. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt. So, da hinten sehen Sie diese Mini-Flutlichtanlage. Hat eine Schweizer Firma hier installiert. Und es wird auch nach dem Spiel wieder abgebaut. Hat 800 Lux für die Experten. Erstaunlich, was sie dann trotzdem leistet. Fürs Fernsehbild, wie gesagt, ganz tauglich, wie Sie sehen. Aber da unten draußen Blindenhund. UEFA-Cup-Geld wäre auch wichtig, um ihn zu halten. Sie haben es vielleicht am Anfang gehört, die Verhandlungen laufen mit Thomas Hessler, aber die müssen so oft spielen, dass da gar keine Zeit bleibt für ausführliche Gespräche. Wirkt ein bisschen müde, Thomas Hessler. Und Winnie Schäfer beklagt ja immer noch, dass Berti Vogt sie ihn in Polen beim Länderspiel hat durchspielen lassen. Und hier macht sich warm Moga. Mittelfeldspieler, also Trainer Dumitru, verjüngt ein bisschen seine betagte Mannschaft, 21 Jahre alter Mann, ein Linksfüßer, galt mal als eine große Hoffnung im rumänischen Fußball, aber seine Entwicklung ist rückläufig. Tarzau. Rützau zieht zwei Mann auf sich. Riesenglück, Riesenglück für den KSC. Wunderbar gemacht von Dumitru Rützau. Da hatte jeder mit einer Flanke gerechnet und dann lupfte er den Ball und dann landet er abgefälscht noch von, ich glaube, Tarnat der Ball auf der Querlatte. Schon viel Haare verloren, Sebastian Moga. Er wird kommen für Marcel Baba. Der rechts in der blauen Trainingsjacke ist Rečko Bogdan, kennen Sie vielleicht auch noch, früher Libero beim KSC, heute Co-Trainer mit einer wichtigen Funktion. Er muss die Arbeit leisten, der Chef darf nicht hinunter. So, Moga, Mittelfeldspieler für Mittelfeldspieler. Jeder Spieler gedeckt. Aber gar keine Möglichkeit für Keller, den Einwurf an den Mann zu bringen. Bolohan, der Schatten von Hessler. Terzau. Butoyo.
der neue Mann. Moga. Der andere neue Bundea. Und auch um den kümmert sich Thorsten Fink bisher. Wie gegen seinen Vorgänger Chirica. Mit Erfolg. Achtung, Achtung. Wunderschön gemacht. Muss man anerkennen, Dumitru. Da zaudert der Mann mit der neuen, verzögert nur einen kleinen Augenblick. Und erzielt in der 67. Minute das 1:0. Für den Tabellenletzten der rumänischen Liga. Eine Einzelleistung erhebt den Kopf noch. Und der Ball verändert noch einmal die Richtung durch Burkhard Reich. Es war ein halbes Eigentor. Aber da konnte er nicht viel dafür. Der bekam den Ball eigentlich gegen den Fuß. Unbeschreibliche Stimmung jetzt hier im Gyulesti-Stadion am Nordbahnhof von Bukarest. Jetzt kommen noch zu der Dunkelheit, noch Nebel dazu. Sieht aus wie morgens um 6 auf der Sauerlandlinie im Herbst. Jetzt müssen sie aufpassen, die Karlsruher Spieler, dass Rapid diese Euphorie, die in diesem Moment hier herrscht, nicht noch zu weiteren Treffern nutzen. Auf der linken Abwehrseite. Und da hat der Quirlige Dazau dieses Tor eingefädelt. Schuster. So, wollen wir uns mal die Analyse von Willi Schäfer anhören. Zum 0:1. Michael Palme, bitte. Willi Schäfer, also jetzt ist es doch so gekommen, wie wir es alle nicht wollten. Das sind schwierige Minuten jetzt für den KSC. Was ist denn passiert? Was ist denn falsch gemacht worden? Ja. Zwei wichtige Zweikämpfe verloren, den Pass in die Tiefe zugelassen und dann ist das Tor gefallen. Wir haben das Mittelfeld freigegeben, müssen raus aus der Abwehr. Wir dürfen den nicht reinholen in unseren 16er. Wer soll das denn jetzt übernehmen, aber das Mittelfeld? Einmal. Muss der Torwart die Vorderleute rausschicken, der Libero, die Nächsten. Die müssen sich gegenseitig anpowern, rausschicken aus der Abwehr. Wieder im Mittelfeld die Zweikämpfe gewinnen. Dann passiert das nicht. Es werden doch wahrscheinlich sehr schwierige Minuten jetzt bis zum Spielende. Ja, jetzt wird es heiß. Die Zuschauer sind wach geworden. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das... Erstmal das Ergebnis halten und vor allen Dingen versuchen, noch ein Tor zu machen, selbst ein Tor zu machen. Danke. Ja, dafür bleiben ja noch 20 Minuten. Hauptsache nicht zu null, also ein Auswärtstor. Sie kennen ja die Arithmetik im Europapokal. Wäre schon nicht unwichtig, aber die Bukarester Spieler im Moment wie euphorisiert durch ihre Führung seit der 67. Minute. Hessler kommt nicht an den Ball. Es fehlt vielleicht ein Typ in der Mannschaft, wie früher zum Beispiel Wolfgang Rolf einer war beim KSC, der die Ärmel hochgekrempelt hat, der die Spieler nochmal angemacht hat.
Thomas Hessler bei all seinen Qualitäten vielleicht eine Spur zu leise für diese Zwecke. Mit einer Hand Tene. Kirjakov. Fink kämpft und somit holt er sich diesen Ball zurück. Dennoch war da wieder ein Riesenloch zwischen der Abwehr und dem Angriff. Samfir. Ganz klares Foul, ganz klares Foul. Von Keller. Meter Entfernung. Auf Reitmeier da hinten im Tor des KSC war bisher Verlass. Und diesmal war sein Einsatz nicht nötig nach diesem Freistoß von Simeon Mirondas. Schussstarken Libero, der es mit Gefühl probiert hat. Hängen. Setzt sich durch gegen zwei Mann, immer noch hängen. Kilo ab, ja, Keller. Dandy. Hessler. Also auch ihm ist schon mehr gelungen in seinem Leben, Thomas Hessler. Er nähert sich nur ganz, ganz allmählich, ganz, ganz langsam seiner Form. Eine Viertelstunde bleibt jetzt noch dem KSC, aus dem zu 0 zumindest ein zu 1 zu machen. Ein 1-0 wäre natürlich noch in 14 Tagen reparabel. Möglicherweise wirklich ein Vorteil, dass man das Heimrecht hier getauscht hat. Es spielen ja drei Bukarester Mannschaften im Europapokal, neben Rapid auch noch Steaua in der Champions League und auch national im UEFA Cup.
Und ursprünglich sollte das Hinspiel in Karlsruhe sein und dann hat man eben getauscht. Kann sich im Nachhinein noch als Vorteil für den KSC erweisen. Auch Rapid Bukarest musste sich qualifizieren. Zwar nicht über den UEFA Cup, aber über die Qualifikationsrunde. Da wurde Lokomotive Sofia ausgeschaltet. Stancho. Stancho! Den greift ja keiner an. Und was wäre dieser KSC heute da hinten ohne Klaus Reitmeier? Da kam Nicolai Stancho völlig unbedrängt über die rechte Seite. Und keiner fühlte sich für ihn zuständig. Dann der Pass zum jungen Bundea und Reitmeier. Glück für Karlsruhe. Immer noch 0:1. Und wir erinnern uns an das UEFA-Cup-Finale gegen Standard Lüttich. Auch da hat man in Belgien mit einem Tor verloren und zu Hause mit 2 Toren gewonnen. Das mag uns im Moment hinwegtrösten über die doch besorgniserregenden Fehler in der Abwehr. Die komplette Auswechselbank von Rapid hat sich ehrfürchtig erhoben. Bisher, wenn es so bliebe, der größte Erfolg für die Mannschaft von Ion Dumitru. Tabellenletzter in Rumänien. 5 Spiele. 3 Mal verloren, 2 Mal unentschieden. Äußerst geschickt am Ball auf engstem Raum. Gilt auch für Bundea. Da hinten eine schöne helle Ecke, kann man prima alles erkennen. Und mich würde noch mal interessieren, was Winnie Schäfer zum jetzigen Zeitpunkt, da noch 10 Minuten zu spielen sind, seiner Mannschaft denn sagen würde. Also diesen knappen Rückstand versuchen zu verteidigen oder noch versuchen auf Ausgleich zu gehen. Michael, vielleicht können wir das mal aufklären. Winnie Schäfer, kurz vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss, die Mannschaft liegt 1:0 zurück. Was wird jetzt angesagt sein, diesen Rückstand aufholen oder einfach nur verteidigen? So, jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Wir haben ein bisschen Faden verloren. Wir stehen jetzt nur der Abwehr drin, dass wir nicht noch eins kriegen. Das 1:0 kann man umbiegen zu Hause. Also ich sage mal, Sie können mir widersprechen, das Mittelfeld ist an dieser, wenn es eine Niederlage wird, an dieser Niederlage schuld. Die Abwehr war einfach dann überlastet. Ja, so kann man das. Wir sind ja 11 oder jetzt 13 Spieler. Und da erwarte ich, dass jeder Deckungsaufgaben übernimmt und jeder in den Angriff einschaltet. Die Abwehrspieler müssen auch gucken, dass die Mittelfeldspieler rausrücken. Genauso müssen die Stürmer gucken, dass sie nachrücken. Also es gibt also weder
Einzelschuldiger, immer wenn, hat die Mannschaft gut oder schlecht gespielt. Danke. Also, 9 Minuten noch. Der Star ist immer die Mannschaft und wenn es dann Schuldige gibt, ist es eben auch die Mannschaft, das ist fair. Ritter beim Einwurf. Hier Jakob. Zu spät angegriffen worden wieder Bolohan. Zu spät angegriffen Reitmeier. Fink, Dandy, Burkhard Reich, rechts steht Keller. Beste Chance des KSC in der zweiten Hälfte durch den unglücklichen Eigentorschützen Burkhard Reich. Zumindest hat er bei der rumänischen Führung kräftig und unfreiwillig mitgeholfen. Eckball. Hessler. Und muss wiederholt werden wegen einer Rangelei im 16er. Und Srećko Bogdan guckt immer hoch und holt sich neue Anweisungen von Vini Schäfer. Jetzt geht er an die Außenlinie. Nein, doch noch nicht. Während Hessler sich noch mal den Ball zur Ecke legt. Fink! Fink, das wär's doch gewesen. Thorsten Fink. Und da war noch Tene mit den Fingern dran, meine ich. Hat der Schiedsrichter anders gesehen, aber Thorsten Fink, dem hätte ich es gegönnt. Er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, von Dandy war heute fast gar nichts zu sehen. Der Südafrikaner, der vor einigen Tagen seinen Vertrag beim KSC bis zum Jahre 2003 verlängert hat. Gewinnt ab und zu ein Kopfballduell wie jetzt. Aber viel mehr ist ihm heute nicht gelungen. Kiryakov war zumindest lange Zeit lang der bessere Stürmer. Immer wieder gefährlich auf der rechten Seite Nikolaj Stancho. Trzau. Konfusion, Konfusion. Und Glück, dass das Schießen wirklich nicht ihre Stärke ist. 4 Minuten noch.
Breitmeier neben Fink und mit Abstrichen Thomas Hengen, bester Karlsruher. Und Burkhard Reich ist nach diesem Foul für das Rückspiel gesperrt. Das war ja hart an der Grenze zur Notbremse. Einen gewaltigen Schuss, Mironasch. Meter 6. Direkter Freistoß, Reitmeier. Hessler. Aha, jetzt kommt Markus Schroth. Wenn Sie das gesehen haben, UI Cup Finale gegen Standard Lüttich. Er hat das entscheidende Tor damals geschossen, das 3:1, das überhaupt diese UEFA Cup Teilnahme des KSC ermöglichte. Und dazu hat er jetzt noch eine Minute Zeit und eilt gleich in den Strafraum, auch wenn heute die Entscheidung noch nicht fallen wird, ist klar. 21 Jahre, hat erst 8 Bundesligaspiele gemacht. Noch einmal Eckball, Thomas Hessler, Wulschroth steht da mit der 13, etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes. Kirjakov ist raus, müssen wir noch ergänzen. Also es war alles in allem eine doch enttäuschende Vorstellung des KSC. Man muss differenzieren, die erste Halbzeit war schwächer als die zweite. Aber man hatte sich hier mehr ausgerechnet in Bukarest. Heute Nacht geht es noch zurück nach Deutschland. Während die Rapid-Fans hier begeistert ihre Lieder singen. Für sie war es ein wunderschöner Abend. Das erste Flutlichtspiel in ihrer Vereinsgeschichte. Und gleich ein Erfolg gegen einen international, ja, sagen wir mal, fast renommierten Bundesligisten. Die Lampen haben gehalten. Vielleicht wird man jetzt aus Dankbarkeit auch hier feste Flutlichtmasten. Es war eine gemischte Europacup-Runde aus deutscher Sicht. Große Erfolge für Hamburg, für Schalke,
für Gladbach. Eine Pleite für Bayern und ein reparables Ergebnis, so es beim 0:1 bleibt, für den Karlsruher Sportclub. Und da erinnern wir uns gerne an die UEFA-Cup-Spiele vor 2 Jahren. Auswärts meistens erfolglos, auch in Valencia und in Bordeaux. Und zu Hause wurde dann alles wieder gut gemacht. Es herrscht eine riesen Euphorie in Karlsruhe, das muss man sagen, durch diese zweite UEFA-Cup-Teilnahme. Also das Stadion wird voll sein und die Mannschaft anfeuern, damit sie diesen Rückstand aufholen kann. Man hat schon sehr, sehr viele Karten verkauft. Das Rückspiel wird auch im ZDF in 14 Tagen zu sehen sein. 0:1. Die Null stört da ein bisschen, ist oft ein Problem. Das fehlende Auswärtstor. Dann wird noch Burkhard Reich fehlen. Aber Winnie Schäfer ist dann wieder dabei. Er darf dann auf der blanken Bank Platz nehmen und vielleicht helfen seine Motivationskünste an der Außenlinie, die Mannschaft nach vorne zu treiben. Dann ist er der laute Mann eben, der Antreiber, der heute möglicherweise im Karlsruher Mittelfeld gefehlt hat. Die Rapid-Spieler gehen in ihre Kurve, bedanken sich bei den begeisterten, inzwischen wohl 20.000 Zuschauern hier im Stadion. Und Michael Palme hat inzwischen eine erste Reaktion.